Hallo zusammen und willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar, es gab ein Patch, beziehungsweise mittlerweile schon zwei. Und da wurden einige Sachen hinzugepatcht, wie Außenposten und Änderungen an diese automatischen Fördersysteme drum und dran. Und ja, dadurch ist der Spielstand gecrashed. Er ist inkompatibel. Ich habe versucht, den zu laden. Keine Chance, er ist kaputt. Ja, ich komme zwar in den Spielstand rein, ist kein Problem. Allerdings, wenn ich auf die Map gehe, ist die Map komplett resettet und ja, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Darum sind wir jetzt gezwungen, in der Staffel 2 neu anzufangen. Probieren natürlich jetzt auch alles aus. Wir haben ja, dadurch, dass wir neu anfangen, alles, was jetzt implementiert ist, zur Verfügung. Und dadurch ein Neustart. So, neues Spiel. Kein Tutorial das mal. Ich gehe wieder auf den mittleren Wert überall. Das kennen wir ja schon. Ich habe ganz vergessen, was für eine Flagge ich hatte. So, nämlich das Einheit bedeutet Stärke. Das klingt doch gut. Jetzt habe ich meine Kolonie gar nicht benannt, ne? Naja, gut. Egal. Geht auch ohne. Ich hoffe jetzt mal, der Ladebalken dauert nicht zu lang. Bei einem Test hat es dann über 5 Minuten gedauert, dann habe ich mal abgebrochen. Und beim zweiten Mal hat es aber dann, ja, so um die 10 Sekunden gedauert, ging also wesentlich schneller. Ich hoffe, das geht jetzt auch so schnell. Ja, geht. So. Ich werde erstmal Notunterkünfte bauen. Da setzen wir auch direkt Wege hin. So. Da haben wir Plastik, okay. Plastik. Ach, stimmt, da brauche ich den Schiffzug dazu, ne? Schiffzug war Metall. Dann mache ich euch mal zu Beton. Hier die Bären. Und dann braucht man noch mal so eine. Für Holz. Das müssen wir kurz aufbauen. So, Holz. Diesen kleinen Fleck. Okay, hier wäre wesentlich mehr gewesen. Bären haben wir ausgewählt, das passt. Dann brauchen wir dringend Nahrung. Was liegt denn da rum? Hm. Okay, dann mache ich Nahrung mal hier hin. Oh, das verbindet sich sogar direkt. Ach, hier haben wir schon, okay. Dann brauchen wir noch, ja, das auch. Auf jeden Fall den Schürfzug. Und einen Recycler. Mais.
Ne, jetzt sind diese Dinger hier weg. Tut mir leid, aber das setze ich dann doch nochmal um. Ne, es geht nicht. Okay, so viel dazu. So, aber jetzt spulen wir mal. Will hier ein bisschen Progress machen. Dass wir zeitnah wieder an den Punkt kommen, wo wir aufgehört haben. Ach, Wassermangel. Da ist ein Weg. Okay, dann machen wir mal hier einen hin. Und da. Ich weiß, dass die Effizienz da jetzt nicht so prickelnd war. Allerdings gehe ich am besten nach dem Prinzip, ich weite den Kreis immer weiter aus und baue halt mehr. Die Materialien haben wir irgendwann eh zu Genüge und ja, dann spielt es auch keine Rolle mehr. Dann baue ich einfach ein paar mehr und gut ist. So, da reicht es nicht aus. Jetzt reicht es doch. Bären sind aufgebraucht. Ne, sind sie nicht. Holz. Genau, Holz. So, und dann brauchen wir auch ziemlich bald das Tor. Brauchen wir dringend neue Kolonisten, ne? So ist es ja nicht. Ja, die Bretter sind bald voll. Die Bleche, okay. Plastik müssen wir nur noch hintragen. Ja, sehr schön. What? Alter Schwede. Einfach mal so ein Meteorit runter. Bären sind aufgebraucht. Nimm mal die hier. Das Tor ist auch fertig. Sehr schön. Und da kommt die erste Gruppe schon. Kann gut erkunden. Angriff ist, naja. Er kann von allem ein bisschen was, das ist gut. Ja, die nehmen wir definitiv an. Und ja, das ist im Prinzip die Map. Ja, sieht jetzt unter Umständen schon ein bisschen anders da aus. Ich habe mal reingesehen, sobald man da irgendwo an eine Stadt kommt, hier zum Beispiel, das ist, sieht schon recht geil aus. Das ist schon geil gemacht. So, der ist jetzt eh gleich wieder ready. So. Fallensteller ist nicht verkehrt. Wir brauchen dringend Nahrung. Wasser, was haben wir hier noch? Sägewerk und Förster. Die mache ich mal hier oben hin, da habe ich noch keinen Weg. Ja, da mache ich aber erstmal den hier weg.
So. Na, jetzt mache ich doch mal wieder ein bisschen langsamer. So. Der ist ready. Erstmal das Zeug hier abliefern und dann schauen wir mal hier rein. Werkzeuge. Nehmen wir am Anfang natürlich auch mit. So, ich soll ein Lager bauen. Hierhin aber nicht. Bauen wir es mal hierhin. So, die Bären waren aufgebraucht. Ne, was sind sie nicht? Du sammelst Holz und du sammelst Beton. Das machen wir gerade. Das Sägewerk ist fertiggestellt. So, wollen wir mal hier alles abholzen. Bietet sich ja an. War der schon wieder ready? Nee, wir sind auf langsam. So, der Förster ist auch ready, das heißt... Wir forsten da hinten mal alles auf. So, Händler, da kann ich wahrscheinlich noch nicht viel machen. War klar. Spezialist ist einsatzbereit. Oh, der holt 10 Stück da gleich raus. Mach mal. Lagerhaus ist fertig. Lagerhalde ist fertig. Mal alles hier einsammeln. Aber da hier ist eine Menge Atommüll, ey. Boah. Ja, was können wir noch bauen? Das haben wir alles. Werkzeugladen und Schneider. So. Da habe ich aber nicht viel Platz gelassen. Na, war ein bisschen unüberlegt. So, du hast alles, du hast auch alles, sehr schön. Was können wir noch gebrauchen? Die haben wir gebaut. Das medizinische Zelt, ganz klar. Ja, da komme ich an den Weg rein, ne? Machen wir mal so. Dann haben wir das schon mal. Der ist infiziert. Dann machen wir hier mal hohe Priorität. Werkzeugladen ist fertig. Da ziehen wir die aber erstmal ab. Da machen wir eine niedrige Priorität raus. So. Also müssen wir schauen, dass wir dieses Erste-Hilfe-Zelt fertig kriegen.
begonnen. Immerhin. So, das bringen wir mal direkt nach Hause. Ist ja nicht weit. Und können noch aufdecken. Direkt Forschungspunkte. Sehr schön. So, die Beeren sind aufgebraucht. Okay, wird geheilt. Sehr schön. Ja, und jetzt bräuchte ich so langsam neue Kolonisten, ne? Einmal hier. Einmal hier. Holen wir direkt raus. Jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Das Kochhaus? Damit wir hier auf Nahrung gehen können? Klingt eigentlich ganz vernünftig, ne? Fehlt's an Zement? Der holt hier Holz raus. Du holst hier Zement. Okay, das läuft auf jeden Fall. Und du holst hier hinten Zement und Holz. Das passt. Ja, jetzt heißt halt abwarten, ne? Was könnte man denn noch bauen? Die Grabgrube. Beton haben wir nicht, Holz haben wir ein bisschen, was Plastik. Bauen wir einfach da hinten hin. So. Außerhalb der Kolonie. So oft werden die wahrscheinlich hoffentlich nicht dahin müssen. Von daher. Du warst Holz. Du warst Zement. Pandemie. Das hatten wir auch noch nicht. Die ersten Anzeichen einer Pandemie sind aufgetreten. Zuerst ist es nur ein Husten, aber dann beginnt das Fieber. Die Leute werden reihenweise außer Gefecht gesetzt und das tägliche Leben in der Kolonie stoppt. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell du reagierst. Mehrere medizinische Einrichtungen können die Seuche beinahe vollständig vernichten, aber unbehandelt wird sie sich in Windeseile verbreiten. Eine Pandemie tritt in Wellen auf, die die Kolonisten krank machen. Unbehandelte Kolonisten werden früher oder später sterben. Die Krankheit entzieht dem Körper Flüssigkeit, wodurch der Wasserverbrauch der Kolonie steigt. Na gut, dass wir gerade Brunnen gebaut haben, ne? Errichte genügend medizinische Einrichtungen, um die Betroffenen zu versorgen. Alle Arten von Medikamenten beschleunigen den Heilungsprozess. Sammle sie auf der Weltkarte ein. Jetzt haben wir halt das Problem. Ich könnte noch so ein Zelt bauen, aber das wird nicht mehr rechtzeitig fertig werden, nehme ich an. Eine Gruppe Überlebender.
nehmen wir an. Bau noch eine Notunterkunft. Ja, ist fertig. Sehr schön. Müssen wir dann voll besetzen. Jetzt machen wir mal langsam. Hier ist eine Menge los. Das hat sich erledigt. Das baue ich gerade. Zwei Bauvorhaben fertiggestellt. Das ist gut. Und das eine war noch hier. Zement. Und Holz. Ja, ich mache jetzt mal kurz wieder auf normaler Geschwindigkeit. Wir sind nämlich an dem Ende der Folge angekommen. Ist halt schade, dass wir jetzt direkt mit der zweiten Staffel beginnen mussten. Ich konnte es leider nicht verhindern. Aber wie man sieht, es läuft. Es geht vorwärts. Was war das jetzt? Das ging zu schnell. Es läuft. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.